Hi Leute, das ist Sanu hier. Heute zeige ich euch eine Waffe, die richtig steil geht. Besonders die spezielle Fähigkeit, die diese Waffe hat. Und zwar ist es das Sternbildschwert. Und das ist ein Katana. Hier seht ihr die Werte. Ich habe es noch nicht hochgepusht. Das werde ich auf jeden Fall machen. Wie ihr seht, braucht ihr ein bisschen was an Stärke, Geschicklichkeit und an Weisheit, damit ihr das nutzen könnt. Und das eigentlich nur aufgrund der geilen Fähigkeit, die das Schwert mit sich bringt. Ne, allein, weil es ein Katana ist, klar, habt ihr richtig schöne Kombis mit dem leichten Angriff, dem schweren Angriff. Wenn ihr sie in beiden Händen haltet, könnt ihr nochmal mehr Gas geben und habt sogar einen geilen über Kopfschlag mit dem Katana. Und was das Ganze aber richtig durchdrehen lässt, ist halt wie gesagt die spezielle Fähigkeit von dem Sternbildschwert. Und zwar könnt ihr die chainen. Ne? Ihr könnt einen Kettenangriff machen aus drei verschiedenen Schlägen. Wenn ich jetzt einmal L2 drücke, macht er einmal diese Doppelkombo. Wenn ich aber direkt danach nochmal drücke und danach nochmal, dann habt ihr eine Schlagfolge. Schaut euch das an. So, hier kommt der zweite Part und hier nochmal der dritte Part. Das ist absolut geisteskrank. Ich hab's mal nicht hochgepusht. Hier zur Mob-Gruppe. Seht schon, und die verbraucht noch nicht mal so viel Mana, finde ich. Ausdauer schon ein bisschen mehr, aber Mana ist voll in Ordnung. Absolut nices Ding. Wie ihr da hinkommt, das zeige ich euch gleich. Müsst ihr mir einfach folgen. Ich bin hier am himmelblauen Ufer und den Rest spiele ich euch gleich ein. Einfach hinterher und am Ende kommt ein nicer Fight. Und danach könnt ihr euch das Schwert schnappen. Wenn euch das Video gefällt, Leute, lasst mir gerne ein Abo, Like da. Schaut gerne auf Twitch und bei uns im Discord vorbei. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Bye.